herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Wir sind immer noch hier im Wald beschäftigt. So, ich muss hier noch ein paar Bäumchen häckseln. Ich brauche in der Kartonproduktion Hackschnitzel und ich brauche in der Holzkohleproduktion Hackschnitzel. Deshalb machen wir hier gleich weiter im nächsten Stamm. Ich werde mir überlegen, wenn ich da noch die zwei Häcksel, ich glaube, dann ist der Anhänger eigentlich sogar schon voll. So, jetzt hat es den dann verschoben. Ne, der ist so einer. So, wir machen mal noch ein bisschen Hackschnitzel. Hä? Bin ich blind oder was? Tatsache. Ich dachte, der wäre schon längst dran. So kann man sich irren. Ich weiß gar nicht, ob das Rohr da ist, dahinter reicht. Probieren wir es mal aus. Sieht nicht so aus. Sind 1000 da erst drin. Warte mal, ich stelle den anders hin. Ich stelle den noch ein bisschen weiter in den Wald rein. Dann müsste es noch ein bisschen besser sein. Zumindest für die nächsten Bäume. Verhandlung, Herr Neumann, bei Sachdini. Was hat er denn gemacht? Neumann, 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 was hast du denn jetzt schon wieder angestellt?
perfekt, so sollte er fallen, damit er hier schon in der Flucht liegt. Ich glaube, ich werde auch erstmal die Hackschnitzel zur Kartonproduktion bringen. Das ist am nächsten. Und vor allem brauche ich da am ehesten. Oder da ist halt ein größeres Lager für Karton. Warte mal, kann ich das so machen? Nee, geht leider nicht. Liegt nicht auf dem Joystick die Steuerung. Richtig. Oh, Glück gehabt. Na. Na, ist schon spät, ey. Ich bin gerade überlegen, ich denke, ich werde doch aufgrund von der Zeit eher erst beim Karton, bei der Holzkohleproduktion vorbeifahren und da abladen. Läuft die Kiste wieder. Ja, wenn der Stamm drin ist, dann fahren wir runter. Dann passt das erstmal. Das ist natürlich ein mächtiger Anhänger hier hinten dran. Aber der Johnny packt das schon.
Das Gute ist, muss ich ganz ehrlich mal sagen, die Polizei verirrt sich kaum hier runter zu mir. Ich habe totale Narrenfreiheit. Bis auf meinen schönen Blitzer hier, aber mein bester Freund. Und man muss dazu sagen, ich mache ja auch nichts. Also, ich halte mich ja an die Verkehrsordnung, bis aufs Blinken. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es vielleicht sogar doch noch hochschaffen zur Kartonproduktion. Zur Zellulosefabrik. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie genau ich das mit dem Annaburger und der Produktion hier machen soll. Also ob ich da einfach so einfach rankomme. Aber jetzt hat er den Dinger da. Okay. Gut. Dann kippen wir hier mal ab. Volker Varuna, hallo? Hi. Hi. Machst du? Ich habe gerade Dings abgekippt. Dings? Hackschnitzel. Warum? Frag nur. Nicht langweilig. Mal einen Drescher am Holen. Hast du einen Drescher laufen. Jetzt gekauft oder was? Nicht nur einen Drescher. Wie? Ich habe fast 1 Million ausgegeben. Wo hast denn die jetzt gewonnen? Ich habe nur 250.000 Kredit genommen. Du sagst, du hast 1 Million ausgegeben, aber hast nur 250.000 Kredit genommen. Ja. Wie funktioniert denn das? Um die auszugeben. Verstehst du, was ich meine? Ich habe genau 890.000 ausgegeben. Aber wie kannst du 890 ausgeben, wenn du nur 250 genommen hast? Nee, den Rest hatte ich ja. Ach so. Verstehst? Jetzt ja. Ja. Okay. Großanschaffung gemacht. Jo. Ich bin gerade auf dem Weg noch zur Zellulosefabrik. Da noch ein bisschen Hackschnitzel reinballern. Okay. Jo. Ganz schön weit hier. Wie weit? Ja, ganz schön weit bis zum Händler. Ach, du musst hinlaufen, oder was? Ja. Ja. Du, ich habe noch ein Dieselfass bei mir am Hof stehen. Ja. Ah ja, willst ja voll machen, ne? Wollte ich mal voll machen, ja. Ja. Aber ich komme ich erst nächste Woche dazu, denke ich. Oder du machst es dann, wenn du Bock hast, wenn dir langweilig ist. In den Sprinter passt Diesel rein. Je nachdem wie viel, kann ich dir schon ein bisschen was mitbringen. Können sie machen wie der auf dem Dach, aber heb dich fest. Die Frage ist halt, ja, man kann es auch mit dem Sprinter dann den Anhänger rumfahren, wenn das geht, weiß nicht. Ja, geht. Muss mal dann gucken. Aber passt.
Mhm. Gut. Hast du einen Neumann gesehen? Nee, warum? Ist auf der Flucht. Warum? Keine Ahnung. Was hat er gemacht? Die ganze Zeit Blaulicht und alles. Blaulicht? Ja. Sollte aber nicht fahren. Fahren hier, Feuerwehr, alles rum. Okay. Bin dann am Suchen. Ist mit dem Auto in den See reingehämmert und ist dann, glaube ich, mit dem Polizeiauto abgehauen. Oh, warum macht denn der solche Faxen an? Glaube ich zumindest. Weil das Polizeiauto kam mir entgegen und der Richter saß nicht drin. Auf jeden Fall ist der Neumann abgehauen. Okay. Ja, aber. Ja, okay. Hm. Weiß nicht. Aber Neumann ist doch eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse. Ja, ja, hab ich auch gedacht, aber. Keine Ahnung. Okay, andere Leitung, bis dann mal. Ciao. Okay. Volker Varuna, hallo. Hallo, Richter. Ja. Ich wollte mal fragen, bei wem man Gerichtsverhandlungen beantragen kann. Ja, müssen wir einen Termin finden. Ja, weil der Herr Neumann wird ja wahrscheinlich ohne Freiheitsstrafenspektrum rumkommen. Was nochmal? Der Herr Neumann fährt gerade wie ein Örsinger, wie ein Bekloppter hier durch die Stadt, hat ein Polizeifahrzeug geklaut, ausgebrochen. Also ohne Freiheitsstrafe wird er hoffentlich nicht drum rumkommen. Und wir haben uns gerade noch festgefahren. Ja, das ist Ihr Problem. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, muss man dann mal gucken. Ja. Wenn Sie es beantragen, haben Sie ihn denn schon in Haft? Nee, noch nicht. Deswegen, ja, wollen Sie dann einen Gerichtstermin beantragen? Ja, ich wollte Sie nur schon mal darüber informieren, dass einer schatten wird. Und dass Sie da schon mal jemanden... Ja, erstmal brauchen Sie eine U-Haft. Dann müssen Sie ermitteln und dann können Sie, wenn er in U-Haft sitzt, dann können Sie, entweder ist er gefährdet, dass er abhaut, dann bleibt er in Haft. Oder also ich meine, bei wem man U-Haft beantragen kann. Hä? Ja, wir brauchen hier erstmal eine Bescheinigung, dass er überhaupt in U-Haft darf. Oder ob der freigestellt wird vom Gericht. Ja, wenn Sie eine besonders schwere und Gefährdung des öffentlichen Rechts feststellen, dann dürfen Sie den schon inhaftieren, weil das ist die Gefahr im Verzug. Ja, aber nur 24 Stunden dürfen wir das. Ja, 24 Stunden, dann haben wir erstmal Zeit. Ja. Und dann haben Sie erstmal Zeit. Okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, bitte, tschüss. Oh Gott, was kommt da auf uns zu? Das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Liken, kommentieren nicht vergessen. Tschüss.